Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Jetzt, so kurz vor Ostern, ist mein Blogbeitrag zum Thema Blumenbasteln aus Eierkartons bei euch immer ganz besonders beliebt. Und daher zeige ich euch jetzt hier noch diese wunderschönen Narzissen aus Eierkartons im Video als DIY-Anleitung. Dafür benötigt ihr natürlich als Hauptmaterial leere Eierkartons. Das restliche Material habe ich hier mal für euch aufgelistet und wir beginnen damit, den Eierkarton zu reinigen. Dadurch wird der saubere Eierkarton für 10 bis 15 Minuten bei 80 bis 100 Grad im Backofen gereinigt, Salmonellen abgetötet und das ist ganz besonders wichtig beim Basteln mit kleinen Kindern oder älteren Menschen. Ich beginne jetzt hier und zeichne mir mit einem Bleistift kleine Blütenblätter hier innen im Karton vor und schneide diese dann mit einer kleinen Schere aus. Und zwar mache ich das immer in dem Bereich, also quasi in dem Schalenbereich, in dem das Ei gelegen hat. Ihr könnt das frei Hand machen oder eben auch einfach vorzeichnen. Ihr braucht, wie ich es jetzt hier ausgeschnitten habe, einmal diesen Bodenbereich, der direkt unter dem Ei war, den schneidet ihr zu. Und dann brauchen wir von den wie eben ausgeschnittenen Blütenblättern brauchen wir 6 Stück. Ihr schneidet da immer vom Boden in die Seitenwand rein und dann leicht oval. Der Boden dient zur Fixierung. Einfach ein bisschen Flüssigkleber oder Heißkleber auftragen und dann die einzelnen Blüten leicht überlappend auf dem Boden aufkleben. Wie gesagt, du brauchst dafür 6 Stück. Das ist so der äußere Bereich unserer Narzisse. Und das lassen wir jetzt kurz trocknen. Und in der Zwischenzeit schneiden wir uns eine von diesen Zacken, die immer zwischen den Eiern ist, zu, von der Höhe einfach mal ausprobieren, dass das gut in die Blüte passt und dann falsch rum quasi reingeklebt. Das ist jetzt innen dieser Blütenkelch. Auch das muss jetzt kurz durchtrocknen. Geht natürlich ein bisschen schneller, wenn ihr hier mit Heißkleber arbeitet. Funktioniert, wie ihr seht, aber auch mit Flüssigkleber. So, und jetzt habe ich hier noch so ein bisschen Reste von meinem Karton übrig. Die schneide ich jetzt einfach so in Streifen ein, aber nicht bis ganz runter, sondern den unteren Bereich, den lasse ich noch ganz. Dann kann ich das Ganze nämlich eindrehen. Auch hier könnt ihr die Länge anpassen, dass es in diesen Blütenkelch gut hineinpasst. Ja, immer vorher erstmal kurz testen. Und dann klebe ich das auch einfach da innen rein. So, wir können die Blüte jetzt schon ganz gut erkennen. Hat natürlich jetzt auch noch die falsche Farbe. Ich gehe jetzt also hin und male die noch mit gelber Acrylfarbe an. Das ist jetzt so ein bisschen Geschmackssache, ob ihr die Teile erst zusammenfügt und dann anmalt oder das Ganze anmalt und dann ausschneidet und zusammenfügt. Also ich habe mehrere gemacht und im Verlauf merkt man ja dann immer, welche Methode dann doch so ein bisschen zeitsparender ist. Und die hier gezeigte, da muss ich schon sagen, also das außenrum anmalen und so, das ist gar kein Problem. Aber wenn ihr dann später ganz innen, na, ja, wie nennt man es, diese Narben, ne, innen in der Blume anmalen wollt, dann ist es schon ganz schön friemelig durch diese ganzen kleinen Schnitte, die wir da gemacht haben. Dieses Stück würde ich tatsächlich empfehlen, dass ihr das im Vorfeld anmalt und dann erst dreht und einklebt. So habt ihr es einfach viel, viel leichter, wenn ihr das richtig schön deckend gelb anmalen möchtet. Ansonsten wäre noch eine Alternative, Sprühfarbe zu verwenden. Na, wenn euch das zu kompliziert da in der Mitte ist, könnt ihr es natürlich auch ganz gut ansprühen. So, ihr seht jetzt, unsere Narzisse bekommt so langsam ihren klassischen gelben Kopf.
Und das ist eben genau das, was ich meinte. Hier jetzt innen drin ist echt so ein bisschen, ja, der äußere Bereich hier, was ich jetzt zeige, geht ganz gut, aber da innen drin, das war schon ganz schön friemelig. Das habe ich dann später bei den anderen Blüten einfach in einer unterschiedlichen Reihenfolge gemacht und da erst das Papier bemalt, dann natürlich gut trocknen lassen und dann einrollen und einkleben. Das spart ihr euch dann trotz allem ein klein wenig Zeit. Als kleiner Tipp noch, ich habe hier unten einfach ein Stück Backpapier liegen. Das dient mir als Ablage. So kann ich die Blüte auch immer mal wieder zum Trocknen hinlegen. Ist deutlich besser, als wenn ihr da Zeitungspapier oder so auf dem Tisch auslegt, denn daran würde die Farbe ankleben. Das ist jetzt beim Backpapier nicht der Fall. Das so als kleiner Tipp von mir am Rande. So, wir nähern uns hier dem Ende zu. Die Narzisse kann jetzt trocknen, ist jetzt wunderschön gelb. Braucht aber natürlich noch einen Stängel und ein paar Blätter an der Seite, ne? So, wir beginnen mit den Blütenstängeln. Ich habe jetzt hier einfach so ganz normale Holzschaschlikspieße benutzt. Die male ich jetzt einfach mal grün an. Schön von allen Seiten und möglichst weit runter. Und dann benutze ich hier den Eierkarton, den ich noch übrig hatte, und piekse die hier einfach rein. Das ist eine super einfache Möglichkeit. Ihr könnt natürlich auch ein Stück Styroporplatte oder so, wenn ihr sowas gerade da habt, benutzen. Einfach irgendwas, wo ihr diesen kleinen Schaschlikspieß reinpieksen könnt. So kann die Farbe nämlich ganz schnell und einfach trocknen. Während die Farbe trocknet, nehme ich mir jetzt den Kartondeckel, also vom Eierkarton. Da habe ich oben das Papier abgezogen und dann ist es ein richtig schönes Stück, das man da gerade rausschneiden kann aus dem Deckel. Perfekt, um jetzt für den Blumenstängel noch so ein paar seitliche Blätter zu machen. Dazu male ich auch einfach jetzt diesen Kartonteil mit meiner grünen Farbe an und zwar von beiden Seiten und lasse das Ganze trocknen. In der Zwischenzeit ist unser Stiel getrocknet und kann einfach unten in die Narzisse, also in den Blütenbereich, so ein bisschen reingepikst werden. Da könnt ihr auch die spitze Seite vom Schaschlikspieß benutzen und dann ein kleines Loch reinstecken, den Stab reinstecken und das Ganze schön mit Heißkleber fixieren. Aus dem getrockneten Karton habe ich jetzt so kleine Streifen zugeschnitten. Unten ist schon ein fertiges Blatt. Das andere forme ich jetzt gerade, einfach indem ich den Streifen und noch so einen Pinselstiel das einfach so ein bisschen biege, damit die Blätter so eine leicht natürliche Biegung bekommen. Oben runde ich das Ganze ab. Jetzt habe ich zwei recht längliche Blätter und die fixiere ich jetzt einfach nochmal mit ein bisschen Heißkleber. Geht natürlich auch mit Flüssigkleber. Unten am Stängel der Blume. Auf diese Weise könnt ihr jetzt ganz viele unterschiedliche Frühlingsblumen basteln. Ihr seht hier in der kleinen Vase habe ich auch noch ein paar andere Varianten gemacht. Sieht nicht nur in der Vase hübsch aus, kann man auch wunderschön als Wanddeko oder an einem Strauch oder so verwenden. Wie gesagt, auf meinem Blog findest du fünf wunderschöne Ideen, wie du Blumen basteln kannst aus Eierkarton und auch fünf verschiedene Zwecke zum Dekorieren dieser Blumen. Das waren jetzt heute mal die Narzissen, einfach weil wir uns so Ostern annähern und ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Würde mich sehr freuen, wenn du mir einen kleinen Kommentar oder einen Daumen hoch da lässt und dann sehen wir uns in Kürze hier wieder. Ich freue mich drauf. Ciao!